Hallihallo und herzlich willkommen. Das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Ja, bei uns haben sich jetzt wieder einige Neuheiten oder Tipps angesammelt und wir wollten die einfach mal in einem Video vorstellen. Genau. Und jetzt können wir hier sogar ein bisschen, gehen ein bisschen näher ran. Oh. Ja, wir starten mal mit Neuheit Nummer 1. Das ist brandneu, das haben wir erst vor 2-3 Tagen bekommen. Neue Vitamin B12 Tropfen und er mag gerne dein Gesicht und mein. Ich glaube, ich krieg's nicht hin, oder? Wir müssen versuchen, mal hinter das Ding, genau. Ich halt auch zu. Nee, es geht nicht, es geht aber nicht. Ja, ich muss es dann doch nochmal einzelfilmen, geht nicht anders. Neue Vitamin B12 Tropfen von Plantrition. Da wurde die Rezeptur etwas verbessert. Es ist die doppelte Dosis pro Tropfen. Früher waren es 50 Mikrogramm pro Tropfen, jetzt sind es 100. Wenn man jetzt, so wie ich, gerne 1000 Mikrogramm am Tag nimmt, dann nimmt man halt einfach und dann sind das ungefähr 1000 Mikrogramm am Tag und schmeckt nach gar nichts. Ja. Liegt daran, dass da drin ist Methylcobalamin, jetzt ganz neu 5-Desoxyadenosylcobalamin, das ist eine Mischung aus Cobalamin, destilliertes Wasser und Kaliumsorbat als Konservierungsmittel. Das ist dann halt kein Alkohol drin, das ist dann wichtig für Kinder. Genau, ja. Gerade für Säuglinge. Hält sehr gut, trotzdem würde ich raten, das im Kühlschrank aufzubewahren, weil es sind sehr viele Tropfen drin, 1250 Tropfen. Und das sind dann mehr als 100 Dosen, also 125 Dosen, a 1000 sozusagen. Also ordentliche Portion drin. Für die Puristen unter euch sehr geil, für Kinder gut, ja. Kann man gut dosieren und schön über die Mundschleimhaut auflutschen, dann ist das super cool. Dann, das kann die Alexandra kurz mal zeigen, das haben wir nämlich früher mal, haben wir beide Probleme damit gehabt. Ganz schlimm hatte ich da Probleme mit, ja. Und zwar ist es ein Candida-Test von Sarah Screen. Den haben sie jetzt ganz neu und das ist wirklich halt ein Problem, wenn man da mal wieder Probleme hat, dann muss man immer zum Arzt gehen und das ist halt alles nicht so schön und angenehm. Und bei mir war das tatsächlich so, dass das, darf ich mal ganz kurz gucken? Ja, ich wollte auch gucken, das ist ein Probenröhrchen, das man einschicken muss. Genau. Und die Stuhlprobe ist natürlich das erste Mittel der Wahl, weil normalerweise sollte es ja irgendwie, wenn es im Darm ist, ja auch dann ausgeschieden werden. Und dann ist es da eben auch festzustellen. Ja, ich hatte auch mal so einen Test gemacht bei einer anderen Firma vor Jahren. Und da hatte ich auch ein Ungleichgewicht im Stuhl, habe dann halt meine Ernährung umgestellt und dann wurde das auch deutlich besser. Hier wird bestimmt der Candida albicans, Candida species, Geotrichum, Candidum und Schimmelpilze. Auch wichtig, ja. Also es ist nicht nur der reine Candida-Test, sondern überhaupt ein Darmpilz-Test. Genau. Wenn ihr Probleme mit der Verdauung habt, euch es nicht gut geht und so, immer noch nicht optimal, macht mal so einen Test. Wir verlinken euch mal unten den Link zu Sarah Screen, da könnt ihr mal gucken. Jetzt kommen wir schon zu eigentlich einem Geschenketipp. Ja? Jetzt kommen zwei Bücher, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Ja? Dieses eine ist von einem anderen YouTuber, der heißt Mischa Janjetz. Vielleicht geht es ja so, warte mal. So, die Alexandra hat so ein hübsches Gesicht. Oh, ja, genau. Ja, genau. Ja, gut, also The Chainless Life, er hat sein neues Buch rausgebracht, ein veganer Fitness-YouTuber, der halt aber auch jetzt sehr viel über Mindset und sowas erzählt, sein neues Buch, richtig toll. Ich liebe seinen Podcast übrigens, The Chainless Life, müsst ihr euch unbedingt mal anhören, super cool. Ein sehr schönes Buch als Geschenk, vielleicht zu Weihnachten, um mal zu überlegen, lebt man denn kettenlos oder nicht? Ja, sehr geil, Mindset, Arbeit, wie wird man frei und wie führt man ein glückliches Leben ohne die Ketten, die man so mit sich trägt. Finde ich sehr gut, habe ich mir gekauft, habe ich auch nicht zugeschickt bekommen. Das ist meine Lektüre für die Weihnachtsfeiertage. Das ist ein Spiegel-Bestseller, Bestsellerplatz Nummer 1, der größte Crash aller Zeiten von Marc Friedrich und Matthias Weick. Und warum zeige ich dieses Buch? Hat ja nicht viel zu tun mit veganer Ernährung. Weißt du's? Weil er Vegetarier ist? Nein. Doch. Deswegen, okay. Auch deswegen. Ja. Er hier, der Marc Friedrich, den habe ich kennengelernt auf der Edelmetallmesse. Da habe ich für meinen Kunden Kettner Edelmetalle ein Interview mit den beiden gedreht. Ich verlinke euch das Interview mal unten unter diesem Video.
Und ja, die waren sehr, sehr sympathisch, die beiden. Und im Gespräch kam dann raus, ich habe gesagt, ja, ich bin auch YouTuber, weil die sind auch sehr erfolgreiche YouTuber. Und dann erzählte mir der Marc so, ich war, wie nennt sich das, Sekunde, diese Punks, die auch keinen Alkohol trinken. Straight Edge. Straight Edge. Punk war er in den 90ern und hatte da auch mal dreiviertel Jahr lang vegan gelebt. Mhm. Ja, damals war das natürlich noch schwieriger. Man hatte nicht so viel... Es gab ja gar keine Ersatzprodukte. Ja, vor allem auch keine Informationen. Da gab es ja noch keine China Study und nichts. Also ja, also musstest du da halt wirklich... Also das war rudimentär, ja. Genau. Und er ist Vegetarier. Und ich würde gerne mit den beiden ein Interview demnächst mal machen. Ich besuche die mal. Die wohnen so 3 Stunden von mir entfernt. Und dann reden wir mal über die Zeit, wie es war in den 90ern, vegan zu leben. Dieses Buch ist deswegen so toll und deswegen kaufen so viele Leute, weil die Banken fangen jetzt mittlerweile an, sogar Strafzinsen zu verlangen. Ab dem ersten Cent gibt es die erste Volksbank, die ab dem ersten Cent Minuszinsen euch gibt. Nett, ne? Die gibt der Geld bei der Bank Geld und die bestrafen. Die gibt den Darlehen und dafür kriegt ihr Geld abgezogen. Ja, nett. Genau, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch dafür schützen könnt und vielleicht vor der drohenden Enteignung und einem richtig großen Crash, holt euch dieses Buch. Ich habe mehrere Bücher von den beiden, bin großer Fan. Hat uns sehr zum Nachdenken angeregt, schon vor einigen Jahren. Wir haben einiges vorgesorgt und umgestellt. Holt euch mal dieses Buch. Auch ein schönes Geschenk für Weihnachten. Mhm. Jetzt zu was Positivem. Ja, die hast du auch schon mal probiert? Genau. Das sind die Kraftprotzriegel von Lidl. Die gibt es vorne an der Kasse, im Quengelbereich, wie man das so schön sagt. Ja. Und die gibt es in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal, das ist jetzt Kakao. Ja. Dann gibt es noch Kokos und dann noch irgendwie was mit Beere oder so. Genau, richtig. Ja. Und der Kakao... Also klar, schmeckt ja nicht wie Liebe pur, eine Liebe pur kostet irgendwie dreimal so viel, aber es schmeckt schon, geht schon so in die Richtung. Also das ist wirklich was, was man sagt, das kann ich mir mal mit in die Handtasche stecken oder ins Auto legen, kruspel, kruspel, wenn ich unterwegs bin. Und dann hat man einfach schnell mal was da und das essen halt auch die Kinder. Ja, das mögen halt auch Kinder gerne. Mhm. Wir hatten gestern Besuch von einem Jugendlichen, der nicht vegan sich ernährt. Den habe ich die Riegel auf den Tisch gelegt, weil die hier ein Schulprojekt hatten. Und die haben das alle weggemampft. Das war, und er hat gemeint, das schmeckt so geil, wo gibt's denn die? Der beim Lidl, 79 Cent an der Kasse, ja. Voll cool. Also richtig geil, schmeckt mega gut. Nehme ich mir mal mit, wenn ich auf irgendwie einen Drehtermin fahre oder so, wenn ich beim Lidl auch vorne was einkaufe, schnappe ich mir so 5, 6, 7 Stück, schmeiße die in meinen Rucksack und habe halt immer was zu essen dabei, ne? Mhm. So, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für den Adventskalender, den Nikolausteller oder einfach so für einen selber, für zum Naschen zwischendurch oder mal so. Das sind die Marzipan-Schneebälle vom DM. Da steht jetzt leider nicht vegan drauf. Es gibt in diesem Aufsteller ganz viele Sachen, da hatten wir das euch auch mal gezeigt, da hatte ich mal Fotos gemacht, dass da einige Sachen auch vegan deklariert sind. Hier ist es jetzt nicht vegan deklariert. Aber vielleicht kann man das, kannst du das mal gucken, dass man das so hinhält? Dass man ja, das ist mir jetzt zu kompliziert, okay, aber ich habe es durchgelesen. Das ja, ist also es sind keine tierischen Bestandteile drin und es schmeckt mega geil. Es ist innen so eine Marzipankugel, dann kommt Zartbitterschokolade und außenrum ist dann eben nochmal so dieser weiße Puderzucker oder so eine weiße Schicht eben einfach auch nochmal. Sieht also auch sehr hübsch aus. Macht auch süchtig. Und schmeckt mega lecker. Ja, ja, aber ich finde nicht so, dass man nicht aufhören kann. Ja, also so eine Packung geht schon, 100 Gramm. Naja, also. Doch, ohne Probleme. Ja. Aber dann wird einem vielleicht auch schlecht. Wahrscheinlich. Ist aber sehr lecker. Ich habe gestern 2 Stück gegessen. Mega. Ja. Also wer Marzipan mag, wird die lieben. Ja, und vor allem sind die ja so crunchy außen. Genau, ne? Durch ja, diese Schokohülle genau, da draußen. Sehr lecker. Genau. Ja. Dann noch ein Tipp zum Backen. Ja, ich mache das, genau. Sehr gut, weil ich habe gerade jetzt heute Morgen, musste ich die ersten Plätzchen backen für die Schule. Und da gehören 100 Gramm eigentlich Blockschokolade rein. Ich habe aber inzwischen, bin ich auf diese Schokoladendrops übergegangen, weil ich keinen Bock habe, immer diese Schokolade zu hacken, weil ich die dann für die Schule backe und auch für den Kindergarten und für uns. Und dann backe ich meistens nochmal eine Portion zum Verschenken. Da habe ich keine Lust, dann immer jedes Mal diese Schokolade zu hacken. Deswegen nehme ich jetzt einfach diese Schokoladendrops. Und das funktioniert hervorragend. Und außerdem sind sie dann natürlich halt auch ohne Zucker. Also nur mit Birkenzucker.
Ja, die schmecken auch so sehr gut. Die schmecken super, die kann man halt auch super ins Müsli machen oder die schmelzen halt auch ganz toll schnell, ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas damit eintauchen will oder Plätzchen überziehen will oder sowas. Die schmelzen halt unheimlich schnell im Wasserbad. Das ist natürlich ein Vorteil, da muss man nicht immer dann irgendwie eine Tafel Schokolade schmelzen. Auch coole Idee. Bananen in Scheiben schneiden und mal ein bisschen in den Ofen, da so ein Tropf auf jeder Scheibe Banane. Und dann schmeckt es auch richtig lecker, wie so ein mega leckerer Nachtisch. Also müssten wir auch machen, wir haben ein paar reife Bananen. Ja, nur keine Zeit. Genau, und als letztes, das hatte ich in einem Einkaufsvideo schon mal gezeigt, das hatte ich mir jetzt im Biomarkt gekauft, den Lupinenkaffee. Und ich finde den wirklich richtig, richtig mega lecker. So lecker hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung. Ich dachte halt so, ja gut, ist irgendwie so ein bisschen Kaffeeersatz, aber ich mag es wirklich total gerne. Schmeckt mir halt deutlich besser als jetzt ein koffeinfreier Kaffee. Dann ich mache das halt immer so, ich mache das Gießel mit der Hälfte heißem Wasser auf und dann noch mit warmer Milch obendrauf, also so Hälfte, Hälfte halt, ja. Und das schmeckt mir richtig lecker. Das finde ich total gut. Und das nächste Mal kaufe ich mir eine große Packung. Und dann kann ich das einfach abfüllen und dann die Packung wieder zuschweißen. Dann spart man sich nämlich, weil die Packung hat nämlich jetzt, diese kleine Packung hat jetzt irgendwie 6 Euro gekostet. Und die große Packung, ich weiß nicht, wie viel da drin ist, aber also das war richtig so ein großer Beutel, hat irgendwie 8,80 Euro oder so gekostet. Also verhältnismäßig sehr viel weniger, weil natürlich halt auch weniger Verpackungsmüll dran ist. Ja. Ja. Jetzt lass mich das mal probieren, dann muss ich es nämlich auch nicht reinschneiden, ob ich das nicht doch hinkriege, dass man das hier mal sieht. Es ist wahrscheinlich wirklich zu klein. Ich versuche noch irgendwie es hinzukriegen. Ah, jetzt kommt's. Jetzt sieht man hier nochmal von Plantrition die B12-Tropfen. Guckt ihr euch auch mal an, die habe ich euch unten verlinkt. Mega ergiebig, ganz neue Konsistenz, Zusammensetzung. Mega lange haltbar und ja, schmecken nach gar nichts, also auch sehr, sehr lecker. Und wir bedanken uns sehr bei euch fürs Zuschauen. Wir haben alle Sachen, soweit es geht, unten mal verlinkt unter diesem Video. Da könnt ihr mal gucken, wo ihr die herbekommt. Und wir wünschen euch jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn ihr noch Ideen habt für Videos zur Weihnachtszeit, ja, schreibt die doch bitte mal als Kommentare unter dieses Video, wird uns sehr freuen. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.